Die Schwester eines Schamanen führte unsere Gruppe von Heilkundigen durch die schier endlose Grassteppe, in der Nomaden ihren Herden folgen, und durch die wilden Berge der Nordmongolei. Auch durch arg verwüstete Landschaften kamen wir, in denen internationale Bergbaukonzerne Mineralien und seltene Erden suchen, welche die Industrienationen für Elektromobilität und Windräder benötigen. Wir sahen große Flächen des fragilen Steppenbodens, der von ausländischen Agrarkonzernen umgepflügt wurde, um Rohstoffe für den globalen Markt zu gewinnen. Irgendwann fragte mich Bolo: Warum haben die zerstörerischen Kräfte so viel Macht, wenn doch die Schamanen Zugang zu den Geistern und Göttern, zu Himmel und Erde haben? Kannst du mir das erklären? Sie stellte mir diese Frage mehrmals. Auch ich habe sie mir öfters gestellt und nach einer Antwort gesucht. Mir fielen lediglich die Worte aus dem altindischen Satapatha Brahmana ein. Die Himmlischen sprachen die ganze Wahrheit, die Dämonen aber die ganze Unwahrheit, da sie nur ihren Vorteil suchten. Die Himmlischen wurden scheinbar geringer und ärmer. Die Dämonen dagegen, die beständig die Unwahrheit sprachen, glänzten wie Salzböden äußerlich, scheinbar wurden sie reich. Das kam mir in den Sinn, aber ich sagte es nicht. Ich wusste nicht, ob das passen würde. Mit alltäglicher Logik lässt sich die Frage, die Bolo mir stellte, nicht beantworten. Wenn man gewahrt, mit welcher Wucht die uralt überlieferten Lebensweisheiten der Menschen und die Lebensräume von Pflanzen und Tieren hinweggefegt werden, dann muss man tiefer schauen, so tief wie die alten Weisen, die ihre meditative Schau nur in Form von mythologischen Bildern ihren Mitmenschen vermitteln konnten. Ernst Jünger, ein guter Freund Albert Hoffmanns, spricht vom Ansturm der Titanen, von jenen Söhnen des Chaos und Feinden der Götter, die einst von den Himmlischen in Ketten gelegt und in die Erdentiefen gebannt wurden, damit Frieden und Eintracht herrsche. In einem Zeitalter jedoch, in dem Tugend und Güte schwinden, da rütteln die Titanen an ihren Ketten und brechen aus dem dunklen Abgrund hervor. Metalle, die im Schoß der Erde Millionen von Jahren schlummerten, rasen nun als Flugmaschinen durch die Lüfte und als Kraftfahrzeuge über schwarze Asphaltbahnen und vernichten dabei die organisch gewachsene Natur und die Haut der Erde. Ihr Treibstoff, das schwarze Blut der Erde, das Öl, verpestet Luft und Wasser. Ihre geballten Energien, Elektrizität und Atomkraft bahnen Schneisen der Zerstörung. Diese titanischen Energien sind etwas anderes als natürlicher Wind, Wasser oder Sonnenschein. Sie sind nicht Teil der für uns unmittelbar wahrnehmbaren sinnlichen Phänomene. Sie sind auch nicht übersinnlich, sondern untersinnlich. Sie gehören, wie die Germanen es gesagt hätten, nicht zu Midgard, sondern brechen herein von jenseits des Ringes des Lebens aus Utgard, wo die Tursen, die Riesen, die Feinde der Götter hausen. Wie war es überhaupt möglich, dass die Titanen und Atursen sich von ihren Fesseln befreien und Midgard stürmen konnten? Zum einen, weil sie äußerst klug und listig sind. Sie flüstern den schwachen, ängstlichen, tugendlosen Möchtegern-Zauberern zu: Befreit uns, öffnet uns das Tor, und wir werden euch Macht, Reichtum und Respekt geben, den ihr begehrt. Wir flößen euch die Inspiration ein, sodass ihr in euren Laboren Maschinen und Geräte konstruieren könnt, in denen wir uns verkörpern können. Sogar Spiritualität versprechen sie den Menschen, die ihre Verbindung zum göttlichen Urgrund verloren haben. Gut dotierte Professoren verkünden, die virtuelle elektronische Welt des Cyberspace sei die wahre spirituelle Dimension. PC und Internet seien das Tor zu paradiesischen Welten, die den Körper transzendieren und in eine nichtkörperliche Wirklichkeit führen, in ein neues Universum, in dem Alter, Klasse, Gender und Nationalität keine Rolle mehr spielen. Unser nach Informationen aller Art hungriges Gehirn, das nichts anderes ist als ein Biocomputer, kann in den Bildschirm eintauchen und seinen intellektuellen Hunger stillen,
Cyberspiele spielen, ungehindert mit anderen im global vernetzten Cyberdorf kommunizieren und dann wieder auftauchen in die materielle Welt, um den tierischen Ernährungstrieb und das Bedürfnis nach hedonistischem Sex zu befriedigen. Jene, die kompetent durch diese virtuellen elektronischen Welten navigieren, sind wahrhafte Schamanen, Cyberschamanen. Sie bringen uns dem spirituellen Ziel der Menschheit, der Bewusstseinserweiterung und Unsterblichkeit, immer näher. Nun ist es in greifbarer Nähe. Mittels moderner Technologie werden wir die Intelligenz potenzieren und diese durch Besiedlung anderer Planeten und Galaxien maximieren und ausdehnen. Der Tod kann durch fortgeschrittene Biotechnologie überwunden werden. Die Kryonik gibt Hoffnung auf Unsterblichkeit und Wiedergeburt. Wer, wie die echten Schamanen, die wahre geistige Welt kennt, weiß, dass der Cyberspace absolut nicht die Welt der Götter, Tiergeister, Ahnen und Engelwesen ist, sondern eine titanische Verblendung. Alle Seelen sind sowieso schon unvergänglich und unsterblich. Sie leben in verschiedenen Himmelswelten oder Unterwelten und inkarnieren sich immer wieder in der mittleren Welt. Aus schamanischer Sicht lässt sich die spirituelle Welt nicht auf neuronale Netzwerke und Neurotransmitter, also chemische Botenstoffe der Nervenzellen, beschränken. Während ich über Bolos Frage nachsann, wurde mir immer klarer, dass die Anhänger des gegenwärtig dominierenden materialistisch-mechanistischen Erklärungsmodells in einer anderen Wirklichkeit leben als in der der traditionellen, naturverbundenen Völker. Für jene ist das Universum im Grunde genommen tot. Es besteht aus Energie und Materie. Leben und Intelligenz haben sich durch das zufällige Zusammenspiel der Atome über Äonen hinweg als Epiphänomen entwickelt. Das Universum der Naturvölker hingegen ist beseelt und vom Geist durchdrungen. Alles, was ist, jeder Felsen, jeder Fluss, jedes Kerbtierchen, jeder Stern, ist beseelt und ansprechbar. Für die zeitgenössischen, von den Titanen besessenen Philosophen und konventionellen Wissenschaftler galt eine derartige Einstellung lange als Ausdruck eines kindlichen Gemüts, als Animismus, oder als primitives Denken, la mentalité primitiv. Für analytische Psychologen ist es Einbildung ohne Wirklichkeitsanspruch oder ein Hinausverlegen, eine Projektion auf die an sich leere, unbeseelte äußere Natur, wenn nicht gar ein Zeichen der Schizophrenie. Marxistische Ökonomen sehen dagegen den Animismus als eine Lügenkonstruktion, die es den Machtgierigen erlaubte, andere Menschen zu blenden, zu beherrschen und auszubeuten. Die Elite des wissenschaftlich-technischen Zeitalters beschwört uns. Machen wir uns doch nichts vor. Der blaue Himmel ist eine Illusion. Er ist eher schwarz. In Wirklichkeit leben wir zufallsbestimmt, wie unbedeutende Eintagsfliegen. Auf einem Planeten, der einen thermonuklear strahlenden Zwergstern, Sonne, umkreist. Zwischen 100 und 300 Milliarden solcher Sterne befinden sich allein in dieser Galaxie, der Milchstraße, und um die 100 Milliarden ähnlicher Galaxien existieren. Und da glauben Schamanen, sie könnten mit den Sternen sprechen, zum Mond fliegen und mit dessen Bewohnern kommunizieren. Der Weltenbaum soll 9 Äste, Götterhimmel und 9 unterirdische Wurzelwelten haben. Inzwischen weiß jedes Schulkind, es gibt keine Götterhimmel, sondern nur die physikalische Sphäre. Aufgeteilt in die Troposphäre, Erdatmosphäre, Ozonschicht, Stratosphäre und Ionosphäre. Bei keinem Weltraumflug ist man Engeln oder sonstigen Wesen begegnet. Und was die geologische Stratifizierung betrifft, Tiefenbohrungen haben Steinformationen bis hinunter zum flüssigen Magma gefunden, aber keine unterirdischen Lichtwelten entdeckt, in denen blasse Sonnen leuchten, in der die Großmutter Erde, Frau Holle und ein hörnertragender archaischer Gott leben oder irgendwelche Totengeister und Zwerge herumhuschen. Geister und Götter sind Produkte der Fantasie. Niemand hat sie je fotografiert oder irgendwie messen können.
Haben wir also den Mut zu bekennen, dass wir wohlmöglich alleine im Universum sind. Zugegeben, es könnte eventuell in irgendeinem Sonnensystem einen erdähnlichen Planeten geben, auf dem Leben vorhanden ist. Die kostenaufwendigen Sonden, die das All scannen und auskundschaften, haben noch keine Außerirdischen entdecken können. Offensichtlich sind wir die einzige Lebensform, die zum abstrakten Denken fähig ist und ein Ich-Bewusstsein hat, das sich der eigenen Sterblichkeit bewusst ist. Wenn die kybernetisch gesteuerte biologische Körpermaschine keine messbaren Hirnströme oder Herzaktivität mehr aufweist, dann ist es aus mit Ich-Bewusstsein, Erinnerung, Gefühl und anderen psychischen Aktivitäten, denn diese sind von der Hirnaktivität und dem neuronalen Netzwerk abhängig. Ein Leben nach dem Tod und Totengeister kann es nicht geben. Der Glaube mag eine tröstliche Illusion sein, entspringt aber keiner empirischen Realität. Was für einen Sinn hat es also, wenn Schamanen die Toten ins Jenseits begleiten oder wenn man den Ahnengeistern opfert? Schamanen leugnen diese gesicherten wissenschaftlichen Fakten nicht. Was die titanisch gesteuerten Experten da zu erkennen glauben, ist aber nur die Außenseite der Dinge. Die Welt der schamanischen Erfahrung ist nicht auf die messbare, wegbare, materielle Welt beschränkt, sondern unsere Lebenswelt hat auch eine ätherische sowie eine seelische und eine geistige Dimension. Für den Schamanen ist der Geist nicht nur eine Funktion des menschlichen Hirns. Alles, auch der einfache Stein, hat diese geistige Dimension und besitzt ein spezifisches Bewusstsein, auf das man sich in tiefer Trance einstimmen kann. Wer allein an die analytische Wissenschaftsmethode glaubt, bleibt lediglich an der Oberfläche kleben. Er ist spirituell blind, gefangen im alltäglichen Verstandesdenken. Der mongolische Schamane Serin Baave gab der Ethnologin Amelie Schenk zu bedenken, Zitat: Solange Forscher über uns schreiben, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Die werden die Sache sowieso nur von außen betrachten. Zitat Ende. Auch mein alter Lehrer, der alte Bergbauer Arthur Hermes, sagte anlässlich der Landung amerikanischer Astronauten auf dem Mond, Zitat: Auf dem Mond waren sie nicht. Sie haben nur die Mondmaterie berührt, nicht das Wesen der Luna. Ähnliches sagte Ernst Jünger. Zitat: Der Abendländer, der auf dem Mond landet, findet dort die Bestätigung seiner eigenen Wirklichkeit. Längst vorher erfuhr er durch seine Instrumente, dass mit Überraschungen, wie sie fremde Tiere, verlassene Städte oder gar Seleniten bieten können, nicht zu rechnen war. Sollte wirklich Fremdartiges dort bestehen, so würde er es wahrzunehmen nicht imstande sein. Zitat Ende. Als ich den Medizinmann Bill Talbull an einem heiligen See in Wyoming in die Meditation folgte und wir unsere Seelen unter die Oberfläche des Wassers schickten, wo uns die Geister der Büffel und die kleinen Leute der Unterwelt begegneten, kam plötzlich ein Motorboot mit johlenden Wasserskisportlern im Schlepptau vorbeigerauscht. Die Bleichgesichter machten lauten Krach und warfen die leeren Bierdosen ins Wasser. Der alte Indianer schaute mich verständnislos an. »Was ist mit denen los?«, sagte er. »Können die nicht sehen, dass hier Geister sind?« Er meinte die Frage ernst. Als ich ihm antwortete, nein, sie können das nicht sehen, war er verblüfft und fragte sich, wie diese geistig blinden Menschen überhaupt überleben könnten. Die Beseeltheit der Welt ist für die schamanischen Völker kein Glaube, sondern Erfahrung.
Natürlich wissen sie, dass man, wenn man in der Erde gräbt, auf immer tiefer liegende geologische Schichten stößt. Aber wenn man im Schamanenflug die Seele dahin reisen lässt, kommt man tatsächlich in eine Welt, in der eine blassere Sonne scheint, in der verschiedene, sich ständig verwandelnde Geistwesen, Zwerge und Elementarwesen hin und her huschen und wo auch Geister der Verstorbenen anzutreffen sind. Das ist keine Fantasie oder Projektion, denn diese Wesen, die zwar keinen physischen Körper haben, aber einen ätherischen und astralen, also seelischen Leib, geben, wenn sie freundlich gesonnen sind, dem menschlichen Besucher oft gute Ratschläge und Einsichten, die auch im Alltag hilfreich sind. Diese für die physischen Augen unsichtbaren Wesen folgen den Menschen oft sogar in den Garten oder ins Haus, wo sie ihnen bei der Arbeit mit guten Inspirationen helfen. Sie können sie begeistern, sodass sie virtuos tanzen, singen oder musizieren können oder ihnen in der Nacht luzide Träume bescheren. All das ist Erfahrung, keine willkürliche Fantasie. Eine Beziehung zu den Geistern, Göttern, Tierseelen und Naturspirits gehört zum ganzheitlichen Menschsein. Das ist und war schon immer so, auch wenn die Kirche versuchte, die Beziehung zum Transzendentalen zu monopolisieren oder wenn Ideologen sie als Illusion oder gar als Psychose bezeichnen. Nicht die Priester, Imame und Gesinnungsfunktionäre mit ihrem Buchwissen, sondern hellsichtige Schamanen und Schamaninnen sind die Meister in der Herstellung der Verbindung mit diesen metaphysischen Dimensionen. Mit der naturwissenschaftlichen Methode lässt sich die materielle Welt bestens erforschen, daran besteht kein Zweifel, aber nicht deren Sinn. Alle verkörperten Wesen, Mineralien, Tiere, Pflanzen, haben einen geistigen Sinn. Sie sind geistgefüllt, oder in anderen Worten, in ihnen leben Geister. Es sind diese Geister, die für den Schamanen das Wesentliche sind. Es ist gerade diese Blindheit der heutigen reduktionistischen Ideologie, die den Zugang zu unserer innewohnenden Spiritualität verbaut und die Tor und Tür für allerlei Pseudospiritualität öffnet. Wir erkennen kaum mehr den Unterschied zwischen Wahnsinn und Psychose einerseits und einem wahrhaft erweiterten schamanischen Bewusstsein andererseits. Die egoistische Steigerung der Lust durch Konsum, Drogen und von der Fortpflanzung abgekoppelten Sex kann nicht alleiniger Lebenssinn sein. Auch nicht das ängstliche Vermeiden von Schmerz und das Verlangen nach Sicherheit. Und so können gewiefte Schalamanen, sogenannte Plastikschamanen, mit den seelisch verhungerten Menschen Geschäfte machen und dabei noch ihr eigenes Ego aufplustern. Die Pflanzen als Vermittler des Lebens ernähren und heilen uns nicht nur, sie geben uns nicht nur die Luft zum Atmen, sie können uns auch helfen, dem titanischen Zauber zu entkommen. Sich mit ihnen zu verbinden, wie Buddha es unter dem Pipalbaum tat, sprengt die Mauern des beschränkten Bewusstseins, sodass wir die ozeanische Dimension unseres Seins wiedererkennen können. Die Vegetation, die selber von der Zerstörungsmacht bedroht wird, stellt uns bewusstseinserweiternde Entheogene, die Berserker unter den Pflanzendevas, zur Verfügung. Die traditionellen Schamanen, die Medizinmänner und Frauen, kennen die Techniken und auch die Kräuter, die uns wieder nach Hause bringen und vernünftig machen.